Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod, die ich hier vorstellen werde. Und zwar, es geht um eine Dynamit-Mod. Hier seht ihr normales Dynamit, Mega-Dynamit, Water-Dynamit, Fire-Dynamit, Dingen-Dynamit, Weberwitz-Dynamit. Jetzt fangen wir mal mit der ersten Dynamitstange an. Werfen wir sie mal ab. Seht ihr, es ist praktisch, wenn man Bäume verschwinden lassen will. Jetzt wir mal Meere. Hier könnt ihr bis ganz tief nach unten graben. Könnt auch bis zum Grundgestein graben. Dann geht es gleich weiter mit der Mega-Dynamit-Stange. Sehr praktisch, um im Bergbau mitzuhelfen. Hier seht ihr, was für ein großer Krater das ist. Jetzt geht es gleich weiter mit der Waterdynamit. Praktisch, um Seen auszufüllen, seht ihr? Seen mit Wasser zu füllen. Dann geht es gleich weiter mit Feuerdynamit. Wenn ihr deinen Wald vernichten wollt, ist Feuerdynamit das genau das Richtige. Dann explodiert es und ihr könnt gleichzeitig Feuer machen. Dann geht es gleich weiter mit Digging Dynamit. Es ist sehr praktisch, um ein Loch bis zum Grundstein zu graben. Seht ihr? Bis zum Grundgestein. Zu Bedrock. Kommen wir zum letzten Dynamit, dem Wawowitz-Dynamit. Den könnt ihr zum Beispiel als Schneeball verwenden. In einer Schneeballschlacht nur mit Dynamit. Jetzt kommen wir zu einer Mine. Die Mine legen wir einfach irgendwo darauf und aktivieren es mit dem Detonator. Das C4 drücken. Dann funktioniert es normalerweise. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal DavidDev. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao.